Pava Aqua, der kleine Aquaristikkanal. Ich bin Arturus und heute soll es nun um die Aufzucht meiner kleinen Erbsenkugelfische gehen. Hier sieht man schon mal einen wenige Wochen alten oder besser gesagt jungen Erbsenkugelfisch. Der Kleine hat sich gerade mit Artemia-Naupien vollgestopft, sehr gut am orangefarbenen Bauch zu erkennen. Die Größe von dem Kleinen dürfte knapp unter 5 mm betragen. Schlupfgröße liegt irgendwo so um die 3 mm. Der Kleine hier, er dürfte so ungefähr ein paar Tage alt sein. Hier noch gut zu sehen. Er hat noch nicht wirklich viel Futter bekommen. Sprich, er beginnt sich gerade auf Futtersuche. Einige der Aufnahmen habe ich mit einer Kamera, mit Makroobjektiv gemacht. Von daher seht es mir bitte nach, wenn die ein oder andere Aufnahme ein bisschen stärker verwackelt ist. Denn es ist nicht unbedingt einfach, auf so kurze Distanz eine Kamera ruhig zu halten. Die Größe lässt sich übrigens auch ganz gut abschätzen. Im Hintergrund das Grüne, das ist Süßwassertang. Wer selbst schon mal Süßwassertang gesehen hat, weiß, dass diese verästelten Blätter ja so ungefähr eine Breite von 3 bis 5 mm haben. Und der Kleine, der steht hier ein bisschen davor. Von daher, sie sind schon klein, sehr, sehr klein. Hier nun einmal kurz zwei bei der Jagd auf Essigelchen, wobei Jagd wohl eher das falsche Wort ist. Man könnte eher sagen, oh, ja. Diese beiden hier haben gerade Artemia-Naupien bekommen. Also grundsätzlich füttere ich die ersten Tage primär Essigelchen und sekundär gesiebte Artemia-Naupien. Da in diesem kleinen Aufzuchtkasten auch einige Schnecken sind und sich auch einiges an Mulm befindet, haben sich da natürlich auch einige Kleinstlebewesen, also Mikroorganismen, angesiedelt. Diese werden natürlich auch von den Kleinen schon aktiv gefressen. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, alles was ins Maul passt, sich bewegt, wird auch gefressen. Wobei natürlich gerade das Kleinstfutter in den ersten Tagen und Wochen schon nicht ganz einfach zu beschaffen ist. Was sehr auffällig ist, dass die Kleinen, gerade die Schlüpflinge, eigentlich in der Regel kaum zu sehen sind. Meinen bisherigen Beobachtungen nach halten sie sich eigentlich ausschließlich entweder im Moos oder in der direkten Nähe von Moos oder ersatzweise, denke ich mal, auch sehr feinfühligen Pflanzen auf, weil dort sich auch die ganzen Mikroorganismen ansiedeln bzw. auch aufhalten. Ich ziehe sie also
in einem Einhängekasten auf bis zu einer Größe von ungefähr 5-6 mm, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sagen kann, jetzt sind sie futterfest. Danach ziehen sie dann in einen 30 Liter Cube um. Irgendwie macht es mir immer wieder Spaß, einfach nur vorm Aufzuchtaquarium zu sitzen, in den Einhängekasten zu schauen und die Kleinen zu beobachten, wie sie ihre Gegend erkunden, Futter irgendwo abpicken oder einfach nur, wie die beiden jetzt hier in einer Ecke, einfach nur abchillen. Hier nun schon einige Wochen später. Die Kleinen sind mittlerweile schon gut gewachsen, haben eine Länge von ja, einem knappen Zentimeter, sind also schon in den 30 Liter Cube umgezogen. Und suchen auch hier den ganzen Tag nach Kleinstfutter. Aufnahme ist leider etwas unscharf. Mit zunehmendem Alter rotten sie sich auch zu kleinen Krüppchen zusammen. In der Regel sind es so Dreier-, Fünfer-, Siebener-Gruppen, die dann so durchs Aquarium ziehen. Und sobald einer irgendwo anfängt zu picken, kommen dann auch kurze Zeit später die anderen hinterher, um zu schauen, ob es da noch was zu fressen gibt. Der Kleine hier hat sich wohl gerade von irgendwas erschrecken lassen. So, jetzt sind die Kleinen schon deutlich über einen Zentimeter groß und durften in ihr Abgabeaquarium umziehen. Hier ist jetzt der älteste Trupp mit, ich glaube, 16 Tiere waren es gewesen, mit einer Größe schon von ja, 1,5 bis fast 2 Zentimetern. War jetzt hier auch direkt nach dem Umzug, da haben sie noch ihre neue Umgebung erkundet. Ja, und hier sieht man gerade so eine kleine Gruppe. Das sind jetzt 5 Tiere. Hier oben sind auch jetzt 4. Ne, sind doch 5.
Was mir aufgefallen ist und was man hier auch ganz gut sieht, dass die größeren eigentlich den kleineren nicht unbedingt das Futter wegschnappen. Hier sieht man jetzt, wie ein kleiner, der ist jetzt gerade ja, ein Zentimeter, etwas über einen Zentimeter groß, mit Tubifex-Würmern kämpft. Und die anderen kommen auch schon zögerlich dazu, um zu schauen, ob man da nicht auch den einen oder anderen Happen kriegen kann. Das war jetzt hier auch schon mein nächster Trupp. Das sind jetzt, ich glaube, 5 Stück waren es gewesen. Die sind jetzt, wie gesagt, etwas kleiner, knapp einen Zentimeter, so dass jetzt in diesem 45 Liter Aufzucht-Aquarium insgesamt 21 Jungtiere großgezogen werden. Hier mal die etwas älteren, die schon ein bisschen rabiater mit den Tubifex-Würmern umgehen und schon ganz gut so einen kleinen Ball auseinanderrupfen können. Und damit bei mir alle etwas bekommen, hier auf der anderen Seite vom Aquarium die andere Futterstelle. Ich verwende absichtlich keine Futterschalen, da ich sogar möchte, dass die Würmer, sei es nun Glanzwürmer, Tubifex, sich oder die Möglichkeit haben, sich auch im Sand ein bisschen einzugraben. Das hat den Vorteil, dass wenn sie, also so ein kleiner Wurm mal kurz aus dem Sand rausschaut, dann natürlich auch, wenn nicht gerade Fütterungszeit ist, trotzdem als Futter für die kleinen Erbsen zur Verfügung steht. Und es macht mir immer wieder Spaß, den Kleinen bei der Fütterung zuzuschauen. Vor allem der Kampf mit den Würmern. Hier auch noch mal ganz gut zu sehen, wie sich diese kleinen Grüppchen bilden. Warten jetzt schon darauf, dass endlich Fütterungszeit ist, weil irgendwie haben sie mich ganz gut konditioniert, wenn sie hier vorne in Scheibennähe stehen und warten, weiß ich, es wird Zeit zu füttern. Wirklich aggressives Verhalten habe ich bisher nur ein einziges Mal bei den Jungtieren gesehen. Leider war ich mit der Kamera nicht schnell genug, sodass ich es nicht in Bild festhalten konnte. War aber einer der Größeren, der sich ja, von einem der Kleineren so ein bisschen bedroht gefühlt hat, so 2, 3 Zentimeter ruckartig auf ihn zuschwamm
Er schwamm nicht weg. Also hat er ihn in die Flanke gebissen. Und ja, richtig zurechtgewiesen. Dann ist er aber ganz schnell weggerannt. Oder besser gesagt, weggeschwommen. Eine ernsthafte Verletzung konnte ich nicht feststellen. Das war aber, wie gesagt, auch das einzige Mal, dass ich, ja, ich sag mal, sowas wie eine innerartliche Aggression gesehen hatte. Ansonsten, sie drohen sich hin und wieder mal an. Oder wenn einer auf den anderen so ruckartig zuschwimmt, dann kurz vorher abrupt stoppt. Das kommt hin und wieder einmal vor, aber ansonsten vertragen die Kleinen sich hier in dem Aquarium ganz gut. Ausfälle hatte ich jetzt auch noch keine bei den Nachzuchten. Die Anubias hier im Vordergrund sieht mittlerweile etwas gerupft aus und ich habe hier die Erbsenkugelfische im Verdacht. Ich vermute, gesehen habe ich es bisher noch nicht, aber ich vermute, dass da eben auch Kleinstlebewesen noch an oder auf den Blättern hängen, da wo die Algen sind und die dann da auch dran zupfen und so natürlich auch das Blattwerk der Anubias so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von heute und sage bis zum nächsten Mal. Euer Arturus.